das wichtigste Bestandselement im Wachbataillon, den Karabiner K98. Ja, der ganze Abend tut jetzt schon langsam noch weh. Mein Hauptteil der Bundeswehr habe ich bei den Negern verbracht. Da wurde ich auch zum Scharfschützen und zum Scharfschützen-Truppführer ausgebildet. Zum ersten Mal die Männer und Frauen gesehen, sind natürlich noch im niedrigen Ausbildungsniveau logischerweise, weil sie jetzt erst anfangen, die einzelnen Griffe sich zu arbeiten und zum ersten Mal damit zu arbeiten. Wollen wir schön den Tag starten, oder? Nicht zu eng in den Rotteln! Konzentriert euch! Eng! Disziplin, das ist das A und O. Macht mich unglücklich, dann mache ich euch unglücklich. Das wichtigste Bestandselement im Wachbataillon, den Karabiner K98. Wenn jetzt ein Staatsgast kommt, dann wird dem quasi gezeigt mit dem Präsentiergriff, dass die Waffe entladen ist, ja, und dass wir in friedlicher Absicht ihn begrüßen. Also ich freue mich am meisten drauf, wenn wir den Karabiner empfangen. Darauf freue ich mich eigentlich schon, seit ich bei der Bundeswehr bin, dass ich den mal endlich in der Hand habe. Thema steht jetzt schon gerade, der Karabiner 98K. Wir haben jetzt gerade mit den Soldaten den ersten Unterricht gemacht, also das kennen die, das K98K. Auf die Baugruppen, was für die Soldaten ganz, ganz wichtig ist, sind eingegangen, weil sie die für die Korrektursprache brauchen. Hi, ich bin Oberstabsgefreiter Dennis, bin jetzt im 12. Dienstjahr und bin eingesetzt als Scharfschützen, Truppführer und Protokollsoldat im Wachbataillon. Mein Hauptteil der Bundeswehr habe ich bei den Negern verbracht. Dort wurde ich auch zum Scharfschützen und zum Scharfschützen Truppführer ausgebildet. Bin jetzt im Wachbataillon und Protokollsoldat. Heute seht ihr auch mal was von mir privat, was ich so gerne in meiner Freizeit mache. Einen kleinen Einblick habt ihr jetzt schon bekommen. Für mich war immer klar, ich wollte auch zur Bundeswehr, weil mein Opa war auch Soldat. Und ich wollte unbedingt so werden wie Opa. Und jetzt bin ich schon 12 Jahre hier. Hauptsächlich mache ich halt sehr viel Training. Kampfsport mache ich. Das ist eigentlich so meine größte Leidenschaft. Und sonst viel mit Freunden treffen und Motorrad fahren. Jetzt haben wir den Auftrag bekommen, Darstellen einer scharfen Annäherung im Trupprahmen. Also, dann suchen wir uns eine Stellung, erkunden eine Stellung. Dann wird getarnt, wird die Waffe aufgebaut, der Spotter baut sich auf, die Entfernung wird ermittelt, der Wind wird ermittelt und dann bricht der Schuss. So, Freunde, jetzt haben wir uns getarnt, haben den Gilli getarnt, haben die Waffe getarnt, unsere Dreibeine getarnt. Das Ziel wurde aufgeklärt. Wir machen uns jetzt arbeitsbereit. Jetzt ziehe ich mir nur noch meinen Gilli an und dann werden wir von vorne sehen, was ihr noch seht oder was wir nicht mehr sehen. Und ob wir auch treffen, das ist natürlich die entscheidende Frage. Ich bin auf dem linken Schütze. Ja, komm. Im Ziel. Feuer. Hier bei den Schützen kann ich nicht stehen. Auftrag erfüllt. Also, Freunde, mein Scharfschütze Jason hat heute Morgen den Auftrag von mir bekommen, eine Annäherungsübung durchzuführen. Ich habe ihm ein Ziel hingestellt und einen Entfernungsradius. Er hat die Entfernung 100 bis 400 Meter, alles dazwischen kann er sich auswählen. Dazu gehört Ziel aufklären, identifizieren, seine Stellung bauen und dann seinen Schuss abgeben. Mal gucken, ob ihr ihn findet. Wenn ihr ihn gefunden habt, schreibt es einfach in die Kommentare und dann werden wir sehen, ob ihr richtig lagt.
werden jetzt einmal den Aufgriff geschlossen vorzeigen. Gewehr. Ja. Phase 1. Ja, wird der Karabiner angehoben. Mehr nicht. Jetzt für die Phase 2. Karabiner annehmen. Phase 2. Eindrehen. Und vor die Körpermitte führen. Kein Gefühl im Daumen oder was? Weiter. Warum nicht? Chantal. Und das Drehen des Karabiners ist halt nicht einfach. Das muss man halt erstmal lernen, dass man den halt nur zwischen zwei Fingern hält. 4 Kilo mit 2 Fingern bewegen, dann weiß man, was man da tut. Die Hand umschließt die Bodenplatte und die Bodenplatte ist nicht zu sehen. Und so, dass mein Visierschieber direkt auf Augenhöhe ist. Oh, das ist schon schwer. Der ganze Arm tut jetzt schon langsam noch weh so. Ja, also für den ersten Tag. Es haben 50% arge Probleme mit den Karabiner. Wir haben wirklich noch viel Arbeit vor uns. Der Arm tut einfach nur weh und ja, das Marschieren auch, also Füße tun auch weh. Alle klagen über Schmerzen und jetzt machen wir noch Sport. Na Freunde, habt ihr meinen Scharfschützen gefunden? So Freunde, wie ihr gesehen habt, habt ihr nichts gesehen. Also hat Jason seinen Auftrag gut erfüllt. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie er das so grob gemacht hat. Und zwar hat er sich an diesen Wall gelegt. Eigentlich legt man sich nicht so krass an den Wall ran. Aber da er im Hintergrund noch einen zweiten Wall hat, auf die Entfernung von mit 300 Meter war das Ziel weg, wird man diesen Wall gar nicht sehen. Da sieht das alles aus wie eins. Er hat hier vorne seine Waffentarnung richtig schön mit Moos, seinen kompletten Giddy mit Moos, hat den Wall einfach noch schön verbreitert, damit er so längslich ausläuft und dadurch geht er perfekt vom Weiten unter. Man sieht, Optik ist frei, Mündung ist frei. Da ist er. Dann jetzt fangen Sie an, Ihre Heereshose zu bügeln. Jetzt gerade müssen wir Protokollpflege machen. Wir sollen jetzt die Hosen halt fertig machen. Muss halt perfekt sein. Versuchen Sie einfach wirklich so scharf wie möglich. Was ist das hier scharf? Scharf. Ich glaube, ich habe noch nie so scharf eine gebügelt. Für mich selber. Hab Bügeln für mich entdeckt in den Jahren. Also ich bin richtig entspannt geworden mittlerweile. Also ich bin Bügel-Fan. Ich bügele einfach gerne, um runterzukommen. Das gehört eben auch zur Dienstzeit dazu, weil wir eben gut aussehen müssen. Und hier unten ist noch, weiß ich nicht, was es sein soll. Gerade wenn man dann eine Grundsubstanz in der ganzen Hose drin hat, dann ist es sowieso ganz gut. Dann braucht man dann irgendwann später nicht mehr so viel. Dann bügelt man die noch ein bisschen über, dampft die ab und dann ist sie fertig. Kleinigkeiten, so Feinheiten, aber so im Ausbildern geht sowas nicht. Also wenn euch die Folge mit den Scharfschützen gefallen hat, schaltet demnächst wieder ein und folgt uns auf Instagram und Co. Viel Spaß!